Heute geht's auf unsere erste Bergetappe und hier ist echt was los. Die Leute winken mir alle zu, ist echt genial. Und jetzt schauen wir mal, was die Fans an der Strecke so machen. Bist du jetzt das erste Mal bei der Tour dabei? Nein, ich bin seit 16 Jahren dabei. Alpen und Pyrenäen, volles Programm. Das heißt immer so, die alle mit? Ja, ich liebe die Berge, ich liebe das Publikum, Deutsche, Spanier, Franzosen, die ganze Welt ist da und das ist super. Ganz tolles Erlebnis gehabt vor Vittel. Dann kam der Markus Pfoten und hat die Milram-Kappe gesehen. Und ich habe mit der deutschen Fahne gewunken und er holt seine volle Trinkflasche und schmeißt die mir vor die Füße. Ich war fix und fertig vor Freude. Und die Flasche kommt jetzt in eine Vitrine? Und ja, ich habe sie weiter verschenkt. Ich hatte gute Freunde bei mir und die hatten noch keine Milram. Ich habe schon vom letzten Jahr eine Milram-Flasche. Jetzt müssten die Fahrer aber bald mal kommen. Ich habe gestern so geschwitzt, aber zum Glück haben die bei Milram ja Waschmaschinen dabei. Hallo. Hi. Würdest du vielleicht die Wäsche für mich waschen? Ja, klar. Kein Problem. Ach, Dankeschön. Aber ich weiß nicht, ob wir heute noch schaffen. Kann sein, dass du morgen erstmal kriegst. Weil macht nichts, ich habe ja noch ein paar. Ruhetag wird immer von dem ganzen Personal und von allen Rennfahrern gewaschen. Deswegen haben wir richtig viel zu tun. Und du wurdest jetzt eingeteilt zum Wäschewaschen? Ah ja, das immer wieder, wenn jemand da bei LKW ist, das muss regelmäßig gewechselt sein, weil 27 Leute, ein Ruhetag. Wie du geschwitzt hast, wir auch. Ja. Alles muss gewaschen werden. Und waschen die Fahrer manchmal auch oder drücken die sich da vor mir und sagen, nee, das könnt ihr mal schön machen? Nee, das machen wir schon. Die müssen seine Ruhezeit genießen und sich von anderer Arbeit ablenken. Nach der gestrigen Bergetappe haben die Fahrer nur fast einen Ruhetag, denn sie müssen noch mit der Presse reden. Ich bin weg, ich bin raus. Warte mal. Kann nicht mehr. Das reicht echt. Trotz des Ruhetags machen die Fahrer eine kleine Ausfahrt und ich hänge mich da jetzt einfach mal mit dran. Ende. Aus. Neu, Milram Sylter. Im Norden gereift, würzig im Geschmack. Jetzt probieren. Der Sylter von Milram.